Hallo und herzlich willkommen zur Spätausgabe von 1Z1. Hallo meine Freunde. Versau mir nicht meinen Auftritt hier mit dem geilen Sino. Ja, hast du schon mal das Video angeklickt, dann macht es aus noch, könnt ihr. Da ist es zu spät und General Knotenkohl ist auch am Start. Yeah. Yeah, genau. Ich wollte das erotisch mal gestalten, das Ganze. Ja, ja, das ist schon erotisch, wenn wir hier immer von unserer Laktose berichten. Ja, du, ich bin nicht laktorisiert. Laktorisiert. Hallo. So, hier ist auch keiner drin, glaube ich. Aber Wasser ist Posilacto, hier. Alter. Boah, hier ist eine Klifte. Laktosiposi, Alter. Und ich habe Munition dafür. Boah, ich bin ausgerüstet. Laktosiposi, ja, ich ignoriere das einfach. Uns, ne? Mit Knifte meint er eine Waffe. Wir Jugendlichen sagen ja dann, ich hab ne Plam gefunden, Digga Bro, Alter. YOLO Swag, Hashtag ist so. Ich hab das Bedürfnis, mich umzubringen. Boah, hier ist nochmal Munition. Also, ich bin gleich, ne, in Cranberry. 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 Drü, und es wird schon wieder dunkel, aber wir haben ein paar Tagfolgen geschafft, glaube ich, ne? Ja, ich weiß das gar haben nicht. Wir. Also jetzt nicht wundern, nicht. Wir haben gesagt, die Folgen sind nicht mehr fortlaufend. Die sind jetzt wieder fortlaufend, weil wir immer so eine Dreieraufnahme starten meistens. Wir machen Dreier in jeder Aufnahme. Richtig. Deshalb ist das jetzt wieder fortlaufend. Also ja, wir widersprechen uns auch sehr oft, aber das ist egal. Und machen nicht das, was wir ankündigen. Aber hey, es soll ja spannend bleiben. Mittendrin stand nur dabei. Den habe ich verfehlt. Ich dachte, ich komme mir heute wenigstens nochmal an hier in Lohnpein, aber... Oh nein! Ronald hat halt echt das Zeug zum Let's Player, ne? Er könnte jetzt auch so Wandersimulator machen. Ja. Echt ganz schlimm hier heute. Hallo, Reh. Guck mal, hallo. Er bringt sogar eine gewisse Komik rein. Ja, Mann, er unterhält sich halt echt mit Rehen, so. Keine ja, ich hab hier niemanden, mit dem ich reden kann. Ich bin hier alleine. Also, siehst du, also, ja, er bezeichnet uns als weißt du, ich bin schwer enttäuscht. Ich bin echt schwer enttäuscht, Ronald. Ja, ich auch, also ich hab das Bedürfnis. Nee, jetzt, komm, er kick ihn raus aus dem TS. Ach, so war's doch gar nicht. Das ist ja sein TS, scheiße. Ja, können wir eben auf mein TS gehen, damit ich dich kicken kann, bitte einmal? Ja, komm. Hat er jetzt so, was liegen ich lassen? Ich hab ein Hunting Rifle gefunden. Ja, ich hab Munition dafür. Und ich nicht. Das ist schön. Lass uns treffen und Liebe machen. Lass uns unsere Teile vereinen. Oh Gott, war das schlimm gerade. Ja, ich hab Munition für die Handfeuerwaffe und für die AR. Und als Knarre habe ich eine Sniper. Also mein Bruder ist gleich wieder... Das war ja Sino Bisa. Die Schnauze. Ist gleich wieder tot. Ich bin immer noch der Waldmensch hier. Aber ich habe euch ja gesagt, okay, der Wald gehört hier. Ah, ihr Nutten, ihr habt doch Angst. Bitte nicht hier bleiben. Was sieht ja schon wieder wie Ende der Welt aus, wo ich hier bin. Bin ich auch gerade. Wir betreten jetzt Ende der Welt. Ja, wahrscheinlich. Achievement unlocked. Ich bin hier. Ich bin hier der Gott in meinem Wald. Ach du, Er rennt ganz bestimmt nur unter so einem Baum lang, ganz im Kreis, ja, und sagt sich, der Gott, mein Wald. Da ist schon das Schild. Ich dreh grad durch. Genau am östlichen Ende der Welt. Ah, ich kann mir hier so ein Blackberry Juice craften. Ja, dann krafte. Krafte, die Kraft ist mit dir. Ich hab jetzt Tiervergiftung, aber jetzt geht's mehr. Oh, meine Hilfe ist nicht gut. Ja, dein Leben ist echt scheiße. Oh, warte. Verbleiben. Stamina 0. Oh nein, ein Wolf. Ein kleiner Wolf. Ein Wolf. Stirb Wolf. Ein E-Wolf. Ja, Headshot Wolf. Jetzt kann ich dich essen. Und dein Fell besudeln. So. Ich sag ja, ich werde hier echt zum Waldförster, Alter. Ich mache euch alle tot hier. Das ist mein Wald. Ich habe schon 3 Kugeln in meiner Waffe. Ja. 23 Folgen, die Ronald was war das spannend eben? Dann miteinander gestalten haben, werden wir dann irgendwann einen Buddin treffen und der wird dann im Wald hocken und sagen, Gollum, mein Schatz. Hier war gerade ein Zombie, der ist irgendwie Wald. Weggebackt. Können sich Zombies in Rehe verwandeln? Nein, aber Rehe in Zombies, das sind denn die Rehe. Oh, das war knapp. Ja, blödes Reh. Da vorne ist ein Bär. Der steht auf einem Berg. Da hinten ist auch irgendwas. Auch ein Bär. Ja. Zombie. Glück habe ich keinen Honig dabei.
Bitches. Oh. Komm, das war geil. Ich will schon kommen, gleich sind die Idioten hier irgendwo mit dem Auto und dann überfahren die mich, dann überfahre ich sie und dann fahren wir uns beide und... Ich weiß gar nicht mehr von wem das war, ich glaube von Buddy Ogun war das so. Ich hab ein bisschen einen getroffen, ey, ich hau den so, ne, er haut mich. Oh, ich seh ein Schild. Mich, er sich, ich mir. Ich ein Schild. Ich seh ein Schild. Schild. Ich verlasse meinen Wald. Nein, das ist. Du hast deinen Wald verlassen? Ich bin auf offenem Gelände jetzt. Das ist Martin in freier Wildbahn, das ist gefährlich. Oh. Das riecht nach Ärger. Ja, das riecht, aber nicht nur Ärger, Digga, das ist. Jetzt kommen die Leute mit dem Auto vorbei, dann hitte ich da einen Pfeil rein, das Auto überschlägt sich, zerspringt in eine Milliarde Teile. Ein Metallsplitter fliegt mir durchs Gesicht. Was ist das? Runamok Campground. Ja, das gehört mir. Das ist mein Gebiet. Martins Campground. Hm. Was? Alter Schädel. Gib dem Jungen irgendwas, ey. Ich drehe langsam durch. Schnaps, hier. Da hilft nur Schnaps. Ja. Ja. Das ist echt so. Was ist denn das hier für ein Campground? Wo ist denn hier? Hier muss da irgendwo ein Campingplatz dann sein. Campingplatz has been sold. Aber ich gebe nicht auf, die Zivilisation zu finden. Ist gerade vor mir einer verreckt? Ohne irgendwas. Was? Der hat slash respawn gemacht, 100 pro. Martin, soll ich dir sagen, warum du niemals an eine Stadt ankommen wirst? Warum? Mach es wie Patrick, ich nehme einfach die Stadt und schieb sie woanders hin. Bäh. Bäh. Da liegt eine Crowbar. Da ist eine Straße. Eine Batterie. Ich hab eine richtige Straße gefunden. Ich hab Munition. Ich hab alles. Okay, ich jetzt nochmal ein kleiner Tipp, ne, an die Leute, die hier gerade so zuschauen. Wenn ihr hier an diesem Regal langlauft, ne, einfach Tab Spam. Da lag Muni. Da haben wir es gerade schon gesehen. Geht zurück, packen die Muni an. Funktioniert das so mit dem Tappen vernünftig? Im Supermarkt nur. Bei allen anderen Sachen backt das bei mir rum, keine Ahnung. Aber da konntet ihr jetzt die ganzen Kisten auf den Weg looten und ihr müsst nicht in jede einzelne reinkacken, gucken. Das wäre wieder lustig, weißt du? Du hast so einen Fäkalhumor, mein Lieber. Ich habe ein benutztes Kondom im Wald gefunden. Das werde ich mir jetzt um einen Pfeil wickeln und das nächstbeste ins Gesicht schießen. Stell dir vor, stehst da mitten im Gefecht, kriegst du ein benutztes Gummi an den Kopf geschmissen, Alter. Was? Wer war das? Welche Hurensohn war das? Du musst dir mal vorstellen, du stehst einfach so mitten im Gefecht, im Flatsch. Und du kannst es nicht wegmachen, du musst weiterschießen. Und es läuft dann schön runter, oder? Oh, ist das widerlich. Oh, bitte schaltet ab, Leute. Diabo, nein. Hier, da vorne liegt ein toter Zombie. Das ist nicht gut. Nur ein toter Zombie ist kein lebendiger Zombie. Hier liegt Blut auf der Toilette. Ich möchte den Sack nicht looten. Oh nein. Das nächste, was der am Kopf geschmissen kriegt. Flatsch. Wer war das? Wer macht so einen Scheiß? Ich seh nichts mehr. Kann mal einer mit dem Monitor so machen. Oh nein, ich schieß die ganze Zeit daneben, Mann. Hör auf, jetzt einen Mist zu erzählen. Okay, ich bin nicht mehr lustig, sorry. Nein, du bist auch nicht lustig. Ach, jetzt bin ich hier schon wieder. Ah, ich komme langsam in Richtung nirgendwo. Das ist gut. Gab's da nicht auch mal so ein Lied? Irgendwo, im Irgendwo und ich alleine als Passagier. Du-dumm. Das scheiß Rehe, ne? Ich schwör's. Spätestens jetzt haben sie alle abgeschaltet. Da alle, ey. Boah, nee. Der fickt Rehe, Abo. Das hatten wir schon mal, das hatten wir mal miscreated schon. Echt? Also, pass auf, hier ist irgendwie so eine Art, ich würde sagen, Steinbruch oder sowas. Ah, ich glaube, hier ist dieses Nukolar-Lager. Vor mir laufen vier Spieler. Weißt du wo? Hier vor ist mir laufen vier Spieler. Ja, da ist, du bist gleich tot und dann ist gut. Das wissen wir jetzt schon. Oh, hier ist die Straße abgesperrt. Mach sie alle kalt. Mach sie kalt, Bruder. Die haben mich gesehen. Mach sie kalt. Dann sag freundlich Hallo. Hallo. Hallo again. Oh, der Wolf heult. Komm her. Bitch, please. Dr. Delicious. So heißt der? Ja. Ich denk grad um mein Leben. Sch-
Schießen die etwa auf dich? Weiß nicht, die haben aber alle Waffen. Das heißt ja nicht, dass die böse sind auf einem PvP-Server. Nein. Hätte ich halt Muni, würde ich Gulasch draus machen. Oh, ich habe die Karte gefunden, das gibt's ja gar nicht. Ich habe Lohnpein erreicht. Ich bin... tot. Da. Wenn ich mich jetzt umdrehe... Wo ist denn jetzt hier meine Straße? Bin ich jetzt bescheuert? Ich sehe meinen Pfeil nicht. Ach, da bin ich. Okay, dann renne ich jetzt weiter zum Hemingway Truck Stop. Aber ich könnte jetzt auch... Wenn ich da lang renne... Dann komme ich diese Greenhorn Road. Dann bin ich eigentlich richtig, ne? Sag mir mal bitte, wie viele Minuten wir noch haben. 9. Ronald, Greenhorn Road, dann bin ich ganz unten, ne? Ja. Dann komme ich richtig, dann renne ich jetzt richtig. Es wird aber eine Weile dauern. Und ich werde sterben unterwegs. Weil sie mir alle an den Schlüpfer wollen. Ich habe sie auf jeden Fall schön umlaufen, ich bin einmal um sie rum. Sie haben es nicht gepeilt. Idiotas. Jetzt kommt da ein Zombie. Fick dich, Zombie. Fick dich. Oh, hier wächst eine Pflanze aus der Straße. Wie heißt die? Beton. Ach, ja. Wer ist das? Die Spieler sind alle heftig blind. Ja, die sind, ja. Ich lauf den jetzt einfach hinterher. Toll, ich hab hier wieder nichts, nur Wildnis. Ich bin genau hinter ihnen. Kannst du die anhitten jetzt einfach? Ja, ja. Alucard heißt er. Ich bin wirklich genau hinter ihnen. Laktose Power. Biberbrüder, Laktosebrüder. Boah. Ich hab 2 getötet. Was, ernsthaft? Ja. Wie hast du das jetzt gemacht? Mit Pfeil und Bogen? Ihr solltet besser aufpassen, meine Freunde. Haben sie dich jetzt? Ich weiß nicht, was ist denn los mit dir? Achso. Ja, ich habe 2 Stück getötet, den letzten habe ich angeschossen, jetzt duellieren die sich gegeneinander, weil die nicht wissen, zu wem ich gehört habe. Sind auf jeden Fall gut mad, die Jungs. Hast du gut. Aber du bist tot. Ja, ich bin tot. Hast du schön von hinten gekriegt? Ja, ich bin einfach mit dem mitgelaufen, ich bin einfach hinterher. Krass. Und dann habe ich den einen, also als ich dann gesehen habe, okay, ist ein guter Moment, hat der einen einen Headshot bekommen, war direkt tot, dann habe ich mir den nächsten vorgeknöpft und so ging das jetzt gerade die ganze Zeit bis er, also 2 Stück hatte ich, der letzte hat mich dann, also der dritte hat mich geholt quasi und die anderen 2 duellieren sich da jetzt noch und keine Ahnung. Richtig gut. Oh, schön. Schön, dass ich das drauf hab, ey. Jetzt gerade echt gut, ey. Das war gut, ja. Hätte ich nur mehr Schuss gehabt, das wäre richtig sicke Aktion auf jeden Fall. Und er hat Simo Gaming gesagt, du mieser Bastard. Simo? Simo, ja. Ja, ich bin Madden, du bist Simo. Ich weiß nicht, warum man das Simo ausspricht. Ich meine, man sieht doch S. Simo. Simo Gaming bin ich. Simo Gaming, weißt du? Simo Gaming YouTube. Ja. Naja, egal. Das war auf jeden Fall eine gute Aktion, würde ich sagen. Und, ich bin in der Basis. Falls du Nein. an dieser Stelle dieses Let's Play siehst, ne? Ich möchte dich nur mal darauf hinweisen. PvP-Server! Der Ronald ist in der Basis. Super, da hast du schon mal geschafft. Dann mach da die Tür zu. Und geh kacken. Lock dich aus. Ja, das werde ich auf jeden Fall erstmal machen. Lock dich aus. Mach es einen schönen Haufen in den Ofen. Oh. Mach mal den auch immer. Dann komme ich immer wieder in die Basis rein und dann hockt er da und hat seinen Namen an die Wände geschmiert. Mit Code. Ich habe den Code an die Wand geschmiert, ja. Ich kann doch nichts dafür, Mann. Nichts dafür. Oh, hier ist überall Wasser, Alter. Oh Gott, dass ich hier dran bin. Soll ich mit so viel Wasser trinken? Bär trinken. Und essen könnte ich auch schon wieder. Bär trinken. Ach, du bist doch gar nicht lustig. Ich hab mir erstmal ein Feuer gemacht.
Hast du da jetzt echt ein Feuer gemacht? Ich habe den Ofen angemacht, mir ist kalt. Ronald hat harte Nippel. Hm. Prüfe ich immer, ob mir kalt ist. Wenn ihr die jetzt sehen könntet. Entweder ist ihm kalt oder er ist geil. Das weiß man eigentlich nicht so genau. Beides. Ja. Und wenn er sich dann anfassen will, dann schrumpft er weg. Ja, deswegen bin ich immer so frustriert. Dann ziehen die sich nach innen, Alter. Flupp. Wo ist der Zombie? Oh, ich glaube, ich kann sterben. Ich war hier halt schon mal, aber ich weiß nicht mehr, wo ich hier genau bin. Ich weiß nur, dass das Arsch weit weg ist. Was? Hey, Mr. Zombie, willkommen an meine... Ich mach Respawn. So, ist mir jetzt egal. Slash. Was? Ich kann nicht heilen. Warum? Oh, nein. Nicht mich hauen. Ich hau daneben. Gibt's da dieses blöde Stück Scheiße, Alter. Was war das denn, Alter? Das war Husten. Ist ja widerlich. Widerlich. Was, griechisch? Oh, ist eine Hasenfalle. Ignite jetzt erstmal so eine Flare hier. So, Ignite, Zark hinlegen. Wenn ihr eine Flare seht, das war ich. Nur ich hab die Flares, kein anderer. Ja, das ist wirklich so. Martin wollte sie auch haben, aber ich hab gesagt, nein. Nein. Gibt er mir nicht, ist wirklich so ein Drecksack, ist das. Halt nur meine Laktose mit ihm. Schicken wir uns mal Fotos, neuerdings. Ja. Mein Bruder ist ja jetzt im modernen Zeitalter anbekommen und ein Smartphone und ich wusste, dass das noch kommt, ja. Ah, nee. Ja, sprich dich aus. Ja, ich habe gerade Vietnam-Flashback. Ich habe jetzt WhatsApp für mich entdeckt. Was? Ja, Mann. B-Abo. Jetzt mache ich Selfies beim Kacken und schicke sie meinem Bruder, was? Das Schlimme ist. Ich muss ja auch zeigen, was ich kann, weißt du? Guck mal, er wirkt schon, weil er schon wieder dran denkt, Alter. Ich habe das Foto gerade nochmal angeguckt. Oh, hier ist eine AR-15. Und ganz, Alter, hier steht ja überall Wasser rum, was ist denn das hier? Wieso kein Schnaps? Wieso steht hier kein Schnaps? Nicht mal ein Hammerofen in der Kiste drin. Wieso ist hier kein Schnaps? Den Hammer muss in der Hose haben. Da dumm. Jetzt uns noch ein bisschen hier umhergehämmert. Oh, hier ist ein Reh, Alter. Ich hab grad Angst gehabt. Hier, ne? Hier, hier. Was bist du? Hemingway Truck Shop. Ich glaube, ich kann sterben, oder? Ja. Das nehme ich jetzt die AR-15 mit. Ich glaube nicht. Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, hier ist ein Bär, Alter. Hörte sich an, als wenn es gerülpst hat. Das ist ein Bär, oder? Weiß nicht, ob Bären rülpsen. Und, oh, hier ist eine Basis. Und ich bin jetzt bei irgendeinem... Hier ist ein Bär! Scheiße, hier draußen ist ein Bär! Ich gehe jetzt hier nicht mehr raus, Alter. Alter Schwede, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich trinke erstmal einen Schluck. Erstmal Bär angucken, Lager peilen. Ich dachte, du, das hat sich angehört, als wenn hier irgendein Reh galoppiert. Dabei ist das ein Bär, Alter. Und ein Galoppieren klingt also wie ein Rülpsen. Meine Damen und Herren, Martins Spielwiese. Maddins Spielwiese. Genau. Nimm das doch auf, Mann. Ich habe kein Space for Z. Ach, fick dich. Hast kein Space for Z? For Dead. Habe ich nix Space for Dead. Ich will da nicht rausgehen, Alter. Mein Bruder ist heute mal so anti-deutsch. Bin ich immer. Aber nicht anti-deutsch. Diabo. Nein. Er ist ja, nicht anti-deutsch, Diabo. So. Nein. Ja. Doch, es ist vorbei, bei Unimond. Ja, in dem Sinne. Oh nein, da kommt ein Auto. Nein. Oh nein. Du wirst sterben. Nee, ist gerade vorbeigefahren. Aber die haben noch den Bär am Arsch. Okay, ja, dann an dieser Stelle. Komm, mach es. Good fight, good night, peace out. Tschüss. Ronald. Tschüss. Mann. Ja.